Hallo und herzlich willkommen beim Investinbest YouTube-Channel. Mein Name ist Deutsch Benjamin. Mein Name ist Hannes Hörtnagl. Und heute sprechen Hannes und ich wieder über die USA. Wir sprechen über die politische Entwicklung in der USA und wie ihr schon hier im Hintergrund seht, selbstverständlich sprechen wir über Gold. Denn im Goldmarkt tut sich derzeit auch wieder einiges, das muss man jetzt hier eindeutig erwähnen. Und wir sehen hier immer mehr Tendenzen, dass hier ein erneuter Boden gemacht ist. Hannes, ich lege wieder mein Wort direkt zu dir rüber. Wir fangen mit der amerikanischen Politik an. Danke, Benjamin. Und zwar folgendes. Wie gesagt, noch an Europa scheint es ja schon so entschieden zu sein, dass Joe Biden neuer Präsident wird und seine ganze Team mehr oder weniger ins Weiße Haus einziehen wird, um die nächsten Jahre klimafreundlicher, grüner, fairer und gerechter zu machen in den USA und natürlich mit den vielen Verbündeten der USA in der Welt. Ob es soweit kommt, ist für mich immer noch nicht, Benjamin, ganz klar. Warten wir es ab. Vielleicht kommt es so. Vielleicht wird Joe Biden als neuer Präsident einziehen, ein Übergangspräsident sein, vielleicht für Kamala Harris oder vielleicht für einen ganz anderen Kandidaten, ein Übergangspräsident. Wir warten es ab. Allerdings würde ich immer noch nicht Präsident Trump, der immer noch im Amt ist und auch vielleicht von einem oder anderen Medienhaus schon abgeschrieben ist, noch nicht unterschätzen. Denn eines darf man nicht vergessen, ganz egal, ob am 21. oder am 20. Jänner um kurz nach 12 der Präsident der Vereinigten Staaten Präsident Trump oder Präsident Biden heißt. Präsident Trump hat eine massive Anhängerschaft hinter sich und eine massive Bewegung losgetreten. Und diese Bewegung wird auch nicht sofort verstummen, wenn Joe Biden wieder Familie und Liebe ins Weiße Haus bringt, wie es die Medien titulieren. Diese Bewegung wird bestehen bleiben. Das ist eine Idee, ein Gedankengut, sage ich einmal, was dahinter steht, was Freiheit sehr, sage ich mal, zugetan ist. Und das wird die nächsten Jahre in den USA auch weiter beschäftigen. Benjamin, auch interessant ist für mich ganz dabei, dass unter anderem der Leiter des Übergangsteams, der mehr oder weniger diese Regierungsumbildung jetzt von Republikanern zu Demokraten im Weißen Haus begleiten soll, kein Unbekannter ist. Dieser Herr ist Richard Rick Stengel. Und dieser Herr hat sich einen Namen gemacht unter Präsident Obama, wie die meisten Kandidaten, die Joe Biden da vorgeschlagen hat. Das wäre ja sozusagen ein Kabinett Obama 3.0 mit neuen Vorzeichen, aber im Grunde die gleiche Geschichte. Und dieser Richard Stengel war im Außenministerium der dienstälteste Unterstaatssekretär und hat sich dort einen Namen gemacht, man halte sich fest, indem er eben die Desinformation von Russland bekämpfte. Und wie hat diese Desinformation von Russland bekämpft? Das sind jetzt nicht meine Worte, das sind seine eigenen Worte. Und zwar, er hatte einen Regierungsauftrag für Propagandaarbeit. Und das ist natürlich schon einmal für mich ganz interessant, dass es da wirklich mehr oder weniger so eine Art Propagandaministerium wieder gibt oder unter Obama schon gab und dann vielleicht wieder gibt, um die eigene Bevölkerung eben zu informieren, wie man das auch sehen mag. Von dem her sehr, sehr spannend, aber Benjamin ist ja nicht der einzige alte Bekannte, der wieder auf der internationalen Bildfläche, sollte Joe Biden die Macht an sich reißen, wieder auftaucht. Wie siehst du das? Wer kommt da noch alle vor? Ganz spannend natürlich für mich, Hannes, von der Finanzmarktseite ist hier Janet Yellen, die hier schon wieder zurückkommt. Ein Déjà-vu natürlich. Janet Yellen war damals Notenbankpräsidentin Federal Reserve in den USA. Das war eine Zeit, damals noch unter Obama natürlich, wie sie eben diesen Post-Great Financial Crisis Bullenmarkt durchgeführt hat. Die Zinsen waren eben damals noch eben bei Null eine sehr lange Zeit mit ihr zusammen und es war eine eher ruhige Zeit. Man darf nicht vergessen, dass jetzt aber eben Janet Yellen zurückkommt aus folgendem Grund. Der einzige Grund, warum Janet Yellen hier zurückkommt, ist, dass man eben diese Verschmelzung durch die Pandemie im März von Notenbank und Staat, dass wir die jetzt eben durch die Implementierung von Modern Monetary Theory haben. Selbstverständlich will man natürlich auch im Finanzministerium dann jemanden haben, die eben die Schnittstelle zur Notenbank bildet, weil eben die beiden jetzt einfach sind nicht mehr getrennt voneinander. Und dadurch ist Janet Yellen natürlich die einzige Wahl auch hier, weil Janet Yellen weiß ganz genau, was macht die Notenbank, wie funktioniert die Notenbank,
wie kann man das Geld am besten in den Kreislauf bringen? Ich meine, Quantitative Easing, also das Aufkaufen von Staatsanleihen, von Anleihen oder auch Unternehmensanleihen selbstverständlich oder die direkte Kreditvergabe sogar zu den Unternehmen, das funktioniert so nicht. Das heißt, es braucht eben das Kabinett, das braucht jemanden, der wirklich eben dann auch das, also die Staatsausgaben erhöhen kann. Und wenn Janet Yellen natürlich hier im Finanzministerium dann sitzt und eben perfekt mehr oder weniger mit Jerome Powell, die beide ja dieselbe Sprache sprechen, darf man nicht vergessen, wenn die beiden dann miteinander kommunizieren, wird es natürlich ja eine noch größere Reflation geben. Es wird ein noch besseres Zusammenspiel zwischen Staat und Notenbank geben. Aber auch, wie gesagt, wenn es nicht so ist, auch wenn es Janet Yellen nicht wieder da zurückkommt und angenommen, Hannes, das bricht wirklich diese ganze aktuelle in die Medien gespielt, diese ganzen beiden Agenda zusammen und auf einmal ist wieder Präsident Trump zurück, dann wird sich das auch nicht ändern. Also das Finanzministerium und die Notenbanken werden gezwungen sein, miteinander zu arbeiten. Das bedeutet natürlich, der Trend ist derselbe und es ändert sich eigentlich gar nichts. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, man ist sehr bemüht jetzt, dass man Notenbank und Finanzministerium so kurz schließt und zusammenschließt, wie es nur geht, Hannes. Benjamin, mir ist was Interessantes aufgefallen. Wie gesagt, man kann jetzt pro und oder contra Trump sein, aber eine Bewegung, da glaube ich, sind wir uns alle einig, die Medienhäuser schalten ihn während Pressekonferenzen. Das hat es noch nie gegeben. Ein Präsident der Vereinigten Staaten spricht und die großen Medienhäuser, CNN, Fox etc., brechen Pressekonferenzen ab. Sie drehen den Fernseher weg, während er spricht. Und da muss man schon sagen, das ist für mich schon auch sehr neu in der Medienlandschaft. Ich bin da viel gewohnt mittlerweile. Beschäftige mich sehr viel mit Propaganda. Ich beschäftige mich sehr viel mit Kommunikationstechnik. Aber natürlich, diese Vorgangsweise ist natürlich jetzt wirklich sehr scharf, sagen wir mal so. Für mich sehr heftig. Was das Ganze jetzt wirklich bedeutet, wie gesagt, die ganze Bewegung in den USA ist noch da. Die Menschen danach, die Präsident Trump gewählt haben, noch nie wurde ein Präsident mit so vielen Stimmen gewählt, die bleibt da. Die Menschen sind da sehr tief bewegt. Und nicht nur in den USA, sondern auf der ganzen Welt. Wir haben in Indien Demonstrationen für Trump. Wir haben in Australien Demonstrationen für Trump. Wir haben sogar, das ist das Verwunderlichste, in China unerlaubte Demonstrationen für Trump. Ich habe nur die Bilder gesehen. Ich nehme es an, es waren Pro-Trump-Bilder. Ich habe nicht verstanden, was sie gesprochen haben, Benjamin. Es war für mich unmissverständlich, aber es waren Fahnen, Plakate mit Trump drauf und sie haben irgendwas positiv geschrieben, zumindest so, wenn ich die Gesichter deuten kann. Also nehme ich an, dass das in die richtige Richtung ging. Wie gesagt, es bleibt spannend in den USA. Es bleibt richtig spannend, auch wenn es bei uns schon in den Medien so aussieht, wenn es ganz eindeutig wäre. Aber wie gesagt, dieses Stimmungslage in der Bevölkerung, dieses gespaltene Land, das kann man nicht einfach jetzt sagen, Joe Biden ist da und wir sind alle happy, happy, alles ist wieder gut. Auch wenn das Berlin, wenn das Wien, wenn das Paris vielleicht so möchte. Es ist aber in der Realität definitiv nicht so, Benjamin. Aber Benjamin, was heißt das jetzt auch konkret für den Goldpreis? Wir haben da momentan eine so unsichere Lage auf der Welt und aus verschiedensten Gründen. Wir haben die Pandemie, wir haben diese politischen Spannungen. Wenn ich denke, wir haben zum Beispiel ein Treffen, kleine Schlagzeile, ein Treffen von in Riyadh in Saudi-Arabien mit Pompeo, Außenminister USA und mit Netanyahu von Israel. Wurde lange Zeit geheim gehalten, das Gespräch. Aber was wird bei so einem Gespräch natürlich besprochen? Ja, wahrscheinlich nicht über Kaffee und Kuchen oder über das Wetter, sondern wahrscheinlich ist der Iran ein Riesenthema bei solch einem Sprechen. Da muss man kein Hellseher sein. Und da würde ich mich natürlich auch im Iran jetzt relativ unwohl fühlen. Das bedeutet ja was für die Rohstoffpreise und was bedeutet das Ganze für Gold und die Edelmetalle im Allgemeinen, Benjamin? Hannes, bevor wir über Gold und Edelmetalle sprechen und vielleicht noch ein bisschen über Rohstoffe, muss man schon sagen, wenn ich jetzt im Iran leben würde, würde ich auswandern, so schnell wie möglich. Ich würde zusammenpacken, die Koffer nehmen und einfach nur gehen. Denn die Lage natürlich weltweit spitzt sich, wie du richtig sagst, Hannes, massiv zu. Wir haben jetzt hier noch den Dezember vor uns, der spannende Dezember, 14. Dezember, ein spannendes Datum. Selbstverständlich kommen da noch die Feiertage, wo auch viele Börsentage, wo wir einfach geschlossen sind. Es kann sehr viel passieren, jeden Tag. Wir haben natürlich dann den Jänner hinein bis zum 20. die Angelobung, wo es auch nochmal spannend wird. Da wird ganz, ganz viel noch auf uns zukommen. Es wird eine hohe Volatilität auf uns zukommen. Also der Dezember und der Jänner sind absolut heiße Monate, die jetzt auf uns warten hier. Wir haben heute den 4. Dezember, Hannes, und selbstverständlich in Gold. Gold ist einfach das Spiegelbild der Unsicherheit. Ja, je stabiler die Lage ist, desto eher fällt der Goldpreis. Aber wenn die Lage instabil wird, wie du es jetzt gerade ganz toll auch geschildert hast, wie die politische Landschaft in den USA gespalten ist, was hier noch auf uns zukommt, das ist noch lange nicht abgeschrieben, diese ganze Thematik. Wenn man einen Präsidenten einfach wegdreht, ja, einfach nicht mehr überhaupt, das ist, wie du richtig sagst, es wurde einfach, einfach weggeschaltet. Es war einfach die Wahl, bumm, fertig, zack, nur mehr Biden, 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 abgeschrieben, Trump. Das war unfassbar, was das für eine Meinungsmache auch war. Aber Hannes,
Zum Goldpreis blenden wir jetzt hier eine Grafik ein, wo wir uns den aktuellen Goldpreis anschauen, Goldfutures. Wir haben bis jetzt die große Korrektur erlebt. Wir haben sie in unseren Kommentaren gesehen, Hannes, auf YouTube. Es waren Negativkommentare. Die Leute haben gesagt, das Goldmarkt hoch ist drin. Warum noch Gold kaufen? Jetzt gibt es ja die Impfung etc. etc. Gold hat soweit jetzt sein Tief gemacht bei $1,767, Hannes. Und es sieht alles danach aus, dass wir das Tief im Goldmarkt hinter uns haben. Ja, ich habe es immer schon gesagt, seit Monaten predige ich das, dass wir in diesem Bereich 1780 das Tief machen, 1767 war das Tief, heute stehen wir schon im $1,830 Gold. Also bitte, wir haben ja schon wieder richtig, richtig Boden, über $60 am Boden gut gemacht und es sieht immer mehr danach aus, dass wir hier die Tiefs jetzt erreicht haben. Und nochmal, sagen wir jetzt, dass das Tief drin ist? Möglich, ja, es ist sehr wahrscheinlich, aber gerade was nächstes Jahr auf uns zukommt, auf den Edelmetallen, das sollte sich vielleicht jeder mal visualisieren, denn die Welt wird auf keinen Fall stabiler werden. Es wird eher instabiler werden. Es wird nicht die große Lösung sein, dass jetzt hier die ganzen Menschen geimpft werden und danach ist alles wieder toll und wir machen Party, so wie es von 2009 bis 2020 war, meine Lieben. Es wird es nicht spielen. Die Unsicherheit ist hoch, der Goldpreis widerspiegelt es natürlich. Selbstverständlich haben wir auch diese Bewegungen in Bitcoin, Hannes, und ich glaube, dieser Trend geht einfach weiter. Deswegen längerfristiger Denken an alle, die in den Kommentaren immer so ungeduldig sind. Muss man ganz klar sagen. Also ein langer Atem, Benjamin, ein langer Atem macht sich derzeit halt bezahlt. Ein langer Atem, wenn man das Ganze auch wirklich im Global sieht, diese großen Wellen, was derzeit reinbrechen auf uns. Wenn man diese ein bisschen reiten will, muss man ein bisschen längerfristig denken. Vielleicht einmal eine kleine Schaumkrone auslassen und dafür die große Welle am Horizont im Blick haben, die sich gerade vor uns aufbaut, um diese dann perfekt zu reiten. Und da, Benjamin, hast du wirklich heuer grandiose Arbeit für uns bei Investinbest geleistet. Deine Voraussagen, das war ein Wahnsinn, sage ich mal, wirklich ein Wahnsinn. Bitcoin, du hast mehr oder weniger gesagt, okay, Bitcoin-Grenze durchbrochen jetzt. Sollten alle auch die kritisch sind, noch zuschlagen. Gold rauf, Gold tief mehr oder weniger, genau vorausgesagt. Das Silver Identa, also wirklich heuer Gratulation, tolle Arbeit, Benjamin, vielen, vielen Dank im Namen aller unserer Mitglieder und natürlich auch in meinem Namen. Aber Benjamin, man muss ja auch sagen, mittlerweile, der lange Atem zahlt sich aus. Langfristig, denke ich, zahlt sich aus. Die großen Wellenreiten zahlt sich einfach aus. Und das nicht nur monetär. Wie gesagt, wenn ich Donald Trump da nochmals Beispiel nennen will, er hat in seinem Leben ganz, ganz oft bewiesen, der lange Atem macht sich bezahlt. Und er ist schon so oft mit dem Rücken an der Wand gestanden und hat es dann irgendwie noch gerockt, das Ding. Ob es diesmal auch so der Fall wird oder ob das Ganze immer eine Schuchnummer zu groß ist, wer weiß, wir werden es alle sehen. Vielleicht sehen wir es noch nicht am 20., vielleicht sehen wir es erst irgendwas später, ob er den langen Atem wirklich hat oder nicht. Ist auch im Grunde vollkommen egal, Benjamin. Es kann vollkommen egal uns sein, ob da in Deutschland welche Regierung an der Macht ist, ob in den USA Trump oder Biden oder ganz jemand anderer, ist im Grunde vollkommen egal. Die Zyklen laufen gleich ab. Die Schaumkronen verändern sich. Ja, da macht die Politik viel mit. Da macht die Wirtschaft, da machen mächtige Menschen auf der Welt, können viel ausrichten mit diesen Schaumkronen. Aber die großen Zyklen, diese großen Zyklen kann man nur reiten. Die kann man nicht brechen, die kann man nicht bestimmen, die kann man nicht auslösen, die kann man nur kommen sehen und sie reiten und dann zu den Gewinnern gehören, Benjamin. Ganz einfach. Hannes, es ist wie ein Schweizer Uhrwerk, ja, mit diesen Zyklen. Wie gesagt, jeder, der bei uns Mitglied ist, der weiß natürlich, dass es eben wie ein Film ist, der gerade abläuft. Das ist für viele, alle unsere Mitglieder nichts Neues. Ja, das ist, jeder sagt das auch, das ist wie ein Film, der gerade abläuft und alles, was man versucht, ist natürlich so viel aus diesem Film rauszuholen für sich selber. Und genau das ist es. Das ist die Strategie, die man jetzt machen muss. Und genau deswegen gibt es eben Investinbest. Deswegen gibt es natürlich auch unsere Update-Area. In unserer Update-Area kriegt man Zyklen-Update, wo wir natürlich alle einmal im Quartal die große Lage einfach uns anschauen. Da schauen immer die Leute rein, die ganz langfristig denken, die wollen nicht mehr sehen, die schauen sich nur die Zyklen-Updates an. Da gibt es natürlich noch diejenigen, die immer wieder ihre Einstiege besser timen wollen. Dafür haben wir die Wochen-Updates. In den Wochen-Updates sprechen wir nicht nur die Zyklen an, wir sprechen auch Platin an, wir sprechen andere Rohstoffe an. Wir machen den Kupferausbruch bei $3, perfekt prognostiziert. Seitdem geht Kupfer nur noch vertikal. Wir haben den Ausbruch eben auch vom Euro, haben wir auch richtig prognostiziert. Also viele, viele, viele Dinge, die man bei uns in der Wochen-Update-Area kriegt. Und dann haben wir noch ganz unser ganz was besonderes Sahnehäubchen ist die Alert-Area, wo jedes Mitglied wirklich eine E-Mail bekommt, eine Nachricht im Telegram-Kanal bei uns bekommt, dass es jetzt ganz wichtige Informationen gibt. Und dann kann man das sofort anschauen, Hannes. Und die letzte Alert-Area war natürlich positiv. Warum?
weil wir haben den Bitcoin-Ausbruch prognostiziert, Hannes. Und natürlich jeder, der da mit dabei sein will, jeder, der Lust hat, eben am Markt, am Puls zu sein, weil nur wenn man am Puls ist im Markt, wenn man den Fokus hat, nur dann kann man davon profitieren, anders geht es nicht. Diesen Fokus haben wir für euch natürlich, deswegen, das ist der Mehrwert, den wir bei Investinbest einfach haben. Und gerade derzeit haben wir eine Aktion um 290 Euro mit dem Bonuscode INVEST, wo ihr die ganze gesamte Jahresmitgliedschaft mit Update Area, Zyklen Update Area, Alert Area, Telegram-Kanal, wo eine super Community ist, wo wir uns alle verbinden können, diese gemeinsame Welle ins Jahr 2021 reiten können. Aber Benjamin, wir schauen nicht nur auf die großen wirtschaftlichen Zyklen, auf die Märkte, sondern wir schauen auch wirklich ins reale Leben rein, wo man sich jetzt wirklich auch vorbereiten kann. Richtig. Mit Menschen brauchen auch momentan, sage ich mal, immer eine Stärkung auch vom Kopf. Es ist momentan einfach heftig. Viele sind traurig, viele fühlen sich depressiv ein bisschen. Viele fühlen sich irgendwo auch vom System verlassen und ausgenutzt. Und genau da kann man ansetzen. Man kann auch Manipulation über die Medien auflösen und sich dagegen schützen. Und da kann man ganz, ganz viel im Kopf machen, denn nur ein mental starker Investor, ein mental starker Unternehmer des Lebens, wie wir es nennen, kann ein erfolgreicher Mensch im Leben sein und kann auch als Gewinner aus dieser Zeit hervorgehen. Und das, sage ich mal, macht nicht nur irrsinnig stark, sondern macht auch irrsinnig Freude und am Ende des Tages sogar irrsinnig stolz. Hannes, und genau das ist auch, was du unseren Mitgliedern ja immer wieder mitgibst. Du sagst, du sprichst auch immer ganz viel von Volatilität. Du sprichst von dieser Stabilität, Volatilität da draußen, viel Schwankungen bedeutet, aber wir müssen stabil bleiben. Und genau das ist ja auch dein Job, dass du super machst, dass du wirklich den Leuten das mitbringst, dieses ganze Wissen, dass sie ruhig bleiben. Und wir sehen jetzt perfekt, Hannes, im Telegram-Kanal ist eine Ruhe, die Leute sind stark, sie sind wirklich gefestigt, das, so kann man sagen. Das sind und Säulen, positiv. Die stehen. So richtig positiv, das taugt mir am meisten bei dem, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist so ein positives Sentiment drinnen, alle spüren den jetzt den riesen Umbruch, der belastend ist, aber sie sehen den Aufbruch, sie sehen die neue Welt, was anbrechen kann, mit dieser Schaffenskraft man da alle irgendwas bewegen können und das ist einfach richtig. Fantastisch. Und gemeinsam sind wir halt auch stärker, das ist so. Alleine ist man nicht so stark, wie wenn man gemeinsam mit Gleichgesinnten ist, das ist auch Fakt. Und ich glaube wirklich, eben dieser Unterschied, bei YouTube sieht man so oft diese genervten Kommentare, gerade bei Gold, das eben höchstwahrscheinlich sein Tief wieder gemacht hat, diese ganzen Negativkommentare und so, Leute, da müsst ihr einfach stabiler bleiben, ihr müsst einfach die großen Wellen sehen. Und natürlich durch diese ganze Medienwelt, der Hannes sagt es immer wieder, durch diese ganze Medienwelt, das kurzfristige Denken wird gefördert. Man wird gefördert, dass man sich auf ganz kurze Zeitfenster konzentriert, aber so funktioniert das nicht. Finanzmärkte, große Volatilität kann man nur in einem großen Zeitraum einfangen für sich, weil Volatilität ist gleich Chance, ja, und Chance kann man einfangen nur in einem großen Zeitfenster. Das ist die Antwort auf das Ganze. Deswegen hoffen wir, ja, es ist schon wieder ein langes Video heute, aber ich glaube, es ist viel, viel Mehrwert, Hannes. Danke dir natürlich auch für die ganzen politischen Einblicke immer wieder und das ist dann perfekt, weil wir haben ja Realwirtschaft und Finanzwirtschaft bei uns, bei Investinbest kombiniert und genau das braucht es wieder. Wir brauchen eine Welt, wo die Realwirtschaft und Finanzwirtschaft zusammenarbeiten und nicht, wo die Realwirtschaft die Geißel der Finanzwirtschaft ist. Genau deswegen gibt es uns. Deswegen gebt uns einen Daumen hoch für dieses Video, ganz wichtig, abonniert unseren Kanal, kommentiert da unten mit rein, was ihr davon haltet, wie geht's weiter, wird Präsident Trump bleiben? Ganz, ganz spannende Frage. Und sonst vergesst bitte eben niemals zum Schluss, die Zyklen schlafen in 2021 sicher nicht. Nutzen wir deshalb jetzt die Chancen daraus. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören. Tschüss.